Ja, ich denke, ich bin ein Spieler, der sich immer zur neuen Saison oder zu jedem neuen Spiel Ziele setzt. Also ich bin ein zielstrebiger Mensch, zielstrebiger Mann. Und ich weiß, dass es ein großer Club ist, aber desto trotz habe ich hier meine Ziele. Ich will mich als allererstes hier viel weiterentwickeln. Ich habe hier Top-Coaches, sehr gute Mitspieler, die Qualität ist sehr hoch. Deswegen möchte ich mich in jedem Training steigern und viel lernen, auch die Sprache lernen, die Kultur und natürlich auch so viele Spiele wie möglich zu spielen. Und davon bin ich von mir selber überzeugt. Und ja, das sind eigentlich meine Ziele. Ja, 100%, da stimme ich vollkommen zu. Natürlich, Milan ist dafür bekannt, auch sehr, sehr gute Abwehrspieler zu haben. Als Beispiel Maldini, Nesta und viele andere Spieler noch. Und das hat man als Kind auch mitbekommen, auch wenn ich damals noch kein Abwehrspieler war. Habe ich AC Milan mehr verfolgt, wo Ronaldinho hier war oder Kaká. Das waren noch die Zeiten, wo ich AC Milan sehr, sehr verfolgt habe. Ja, und die italienische Liga generell hat man dann die letzten Jahre immer mehr und mehr verfolgt. Und ja, das sind, glaube ich, die Sachen, wo ich AC Milan verfolgt habe. Ja, die sind natürlich neu für mich. Die Trainingsmethoden sind sehr intensiv, zwar nicht sehr lange, aber intensiv. Viel taktisch geprägt und ich bin jetzt eine Woche erst hier, aber ich denke, ich habe schon viel gelernt. Auch natürlich, seine Taktik ist anders als die ich kannte in Deutschland. Und das versuche ich halt zu lernen. Aber die Trainingsmethoden sind sehr lehrreich für mich. Und ich denke, ich kann mich wirklich in jedem einzelnen Training verbessern. Ja. Ja, ich denke, es ist nicht der schlechteste Gegner oder das schlechteste erste Mal in San Siro zu sein und dann direkt im Derby. Ich denke, es gibt kaum bessere Spiele mit den Fans, mit der Atmosphäre. Und das war wirklich schon, also allein das Stadion ist ja schon riesig. Und dann noch mit den Fans, wo es auch voll ausverkauft war, war für mich schon ein Gänsehautmoment. Das habe ich noch nicht oft erlebt. Auch wenn Schalke natürlich auch sehr, sehr gute Fans hat. Aber beim San Siro, das Derby war schon sehr, sehr extrem. Und ich kann es kaum erwarten, vor den Fans zu spielen. Ja. Und ich glaube, das motiviert jeden einzelnen Spieler. Und ich denke, das war auch stark aussagekräftig, dass wir das Spiel auch so gut gespielt haben und es gewonnen haben. Ja.